Herzlich willkommen zur Lichtarbeit am Montag. Es ist ein Beitrag der Dein Cooper School of White Light. Heute ist der 18. April 2022. Es ist Ostermontag. Mein Name ist Katharina Lachenmeier. Ich bin Meisterlehrerin in der Schule und ich freue mich heute, die Lichtarbeit anzuleiten. Das Thema der Lichtarbeit ist: Empfange Heilung von Mutter Maria und gehe den goldenen Weg in das neue Zeitalter zusammen mit vielen Gleichgesinnten. Und dazu lade ich dich nun herzlich ein. Suche dir einen ruhigen Raum, in dem du ungestört bist für die Dauer der Meditation. Mach es dir bequem. Und wenn du magst, zünde eine Kerze an. Schließe sanft deine Augen und nimm einige tiefe, entspannende Atemzüge. Spüre, wie dein Körper sich mehr und mehr entspannt. Die Gedanken werden ruhiger. Mit jedem Ausatmen gib alles ab, lass alles los. All die Bedenken und Sorgen. Lasse auch dankbar los, was dir gedient hat, was dir Freude bereitet hat. Schaffe somit Raum in dir für Neues. Atme goldenes Licht der Engel ein und fülle damit jede Zelle deines Körpers. Atme goldenes Licht aus und fülle deine Aura mit goldenem Licht. Atme auf diese Weise weiter. Entspanne dich mit jedem Atemzug, bis du deine ganze Aura in Gold wahrnehmen kannst. Und jetzt bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Fußsohlen. Goldene energetische Wurzeln wachsen aus deinen Füßen, tiefer und tiefer, mühelos durch alle Erdschichten, bis zum Mittelpunkt von Mutter Erde, bis zum großen Kristallherz von Mutter Erde. Sieh deine Wurzeln im großen Kristallherz verankert. Du bist tief geerdet. In diesem Geerdetsein bitten wir nun Erzengel Zadkiel und Erzengel Gabriel, uns mit der kosmischen violetten Diamantflamme zu reinigen. Sie reinigen alle unsere Chakren, unsere Körper und unsere Aura und verwandeln alle Energien, die uns nicht mehr länger nützlich sind, in Licht. Nun geh mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deinen Fußsohlen und spüre, wie die kristalline, nährende und liebende Energie von Mutter Erde über deine Wurzeln zu dir hochfließt. Du spürst das Pulsieren. Die Energie fließt in deine Beine, in die Waden, höher in die Knie, die Oberschenkel, ins Becken, in den Bauch, Brustraum, Schultern, Nacken,
Arme, Hals und Kopf. Jede Zelle wird durchflutet, energetisiert und angereichert mit der nährenden, liebenden, kristallinen Energie von Mutter Erde. Alle Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen, die Wirbelsäule, alle Organe, die Drüsen und die Sinnesorgane werden energetisiert. Auch das Blutsystem, das Nervensystem, das Lymphsystem und das Immunsystem. Die Liebesenergie von Mutter Erde fließt sanft über die höheren Chakren in höhere Dimensionen, bis zum Schöpfer, bis zur Quelle. Du kannst wahrnehmen, wie dein goldenes Band der Liebe, das in deinem Herzzentrum ruht, im Strom der Erdenergie mitfliegt, bis zum Herzen Gottes. Und Gott selbst, der Schöpfer von allem, was ist, antwortet mit bedingungsloser Liebe in Form von rein weißem, göttlichem Licht. Sieh eine Säule aus weißem Licht vom Himmel herabkommen. Sie hüllt dich vollkommen ein und alles in deinem Sein wird erhellt. Wenn alles in dir erhellt ist, fließt das Licht über deine Wurzeln in die Erde und auch die Erde wird mit Licht und Liebe erfüllt und erhellt. Du bist verbunden mit dem Himmel und der Erde. Du weißt, du bist ein geliebtes Kind des Himmels und der Erde. Wir rufen jetzt Erzengel Michael an und bitten ihn, seinen dunkelblauen Schutzmantel um jeden von uns zu legen. Er schließt ihn von unter unseren Füßen und unserem Erdstern bis zum Kinn und legt die Kapuze über den Kopf und die höheren Chakren. Wir sind vollkommen sicher und geborgen in Erzengel Michaels blauem Lichtmantel. Wir rufen den goldenen Christusstrahl zum vollkommenen Schutz für uns und spüren, wie uns das goldene Licht umgibt. Wir sind geschützt und gehalten in der Weisheit und Liebe des goldenen Lichts. Lade deinen Schutzengel ein, ganz nah zu dir zu kommen, in deine Aura einzutreten. Spüre seine Liebe und seinen Frieden. Jetzt bist du bereit, Mutter Maria zu begegnen und Heilung zu empfangen. Mutter Maria kommt in ihrem aquamarinfarbenen Licht dir näher und näher. Du spürst ihre Liebe und Barmherzigkeit. Mutter Maria hüllt dich vollkommen in ihr heilendes Licht ein. Du spürst die heilende Liebesenergie in deinem gesamten Sein.
alles, was geheilt werden darf, heilt Mutter Maria in ihrer liebevollen und achtsamen Weise. Nimm wahr, wie dies geschieht. Du fühlst dich nun in deinem Inneren frei und leicht beschwingt, deinen Lebensweg zu gehen. Vor dir siehst du einen goldenen Weg. Mutter Maria lädt dich ein, den goldenen Weg entlang zu gehen. Du gehst auf diesem Weg und nimmst wahr, dass der goldene Weg immer breiter wird. Und du nimmst wahr, wie du selbst strahlst und goldenes Licht verbreitest. Jetzt ist dir bewusst, dass viele Menschen dir auf dem Weg entlang folgen. Sie kommen und lächeln und freuen sich gemeinsam, den goldenen Weg ins neue Zeitalter zu gehen. Mächtige Liebes- und Lichtenergien strahlen aus den Herzen der Menschen. Immer breiter und heller wird der goldene Weg. Sieh, wie die Familie der Menschen sich in höhere Dimensionen hineinbewegt. Engel singen über den Menschen und Einhörner begleiten sie. Die Drachen ebnen den Weg. Aus tiefstem Herzen dankst du nun Mutter Maria und allen lichtvollen Wesen für die Gnade und die Begleitung auf dem goldenen Weg ins neue Zeitalter. Und du selbst weißt in deinem Herzen, du strahlst das Licht aus, dass du wirklich bist. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und komme mit deinem Bewusstsein wieder in deinen Raum zurück. Spüre deine Füße fest auf dem Boden aufstehen. Visualisiere deine goldenen Wurzeln tief geerdet in Mutter Erde. Du bist dir deiner Anbindung zum Herzen Gottes bewusst und deines Schutzes. Der dunkelblaue Mantel von Erzengel Michael, der Christusstrahl und du weißt, dein Schutzengel ist bei dir. Bewege deine Hände und deine Füße und wenn du magst, dann recke und strecke dich. Und öffne dann sanft deine Augen. Ich bedanke mich für dein Mitmachen und für dein strahlendes Sein, für dein herrliches Licht, das du verbreitest. Ich wünsche dir alles Gute und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.